Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Coral Island. Wir starten. Wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Stadtbewerbung. Town Rank Up. Okay. Warum ist das eigentlich alles so schlecht? Das ist echt so Quatsch. Ich wollte eigentlich in den Quests gucken. Der Korallenbaum. Ach ja, heile den Korallenbaum. Freundschaften schließen? Basteln Sie einen Blumenstrauß. Ach ja. Das ist ein scheiß Blumenstrauß noch basteln. Da war ja noch eine Blume, ne? Die haben wir letztes Mal nicht mehr gefunden. Kann ich die... Yes. Jetzt können wir einen Blumenstrauß basteln und schenken. Wir sind gespannt, ob wir verschenken möchten. Ja, wir machen jetzt gerade ein Tutorial, obwohl wir das natürlich alles schon kennen. Wir haben natürlich auch den perfekten Dude. Person. Den wir die Blume geben können. Den. Es sind sehr viele Ds gerade in diesem Satz gewesen. Wir müssen zum. Ich habe Hunger übrigens. Merkt man? Weiß ich nicht. Alter, heute läuft gut mit Aufnahme. Oh mein Gott, wir sind fertig mit dem ersten. Ja, freigeschaltet Teesamen. Ist alles fertig. Schaltet das Gewächshaus frei. Belohnung nehmen. Belohnung nehmen. Teesamen. Woo! Ja! Woohoo! Yay! Wir haben verkackte 8 Teesamen gekriegt. Aber dann kriegen wir jetzt über Mayo. Über Nacht unser Alter. Ach, ihr wisst, was ich meine. Gewächshaus! Meine Fresse! Warte, ich brauche hier 1, 2 und dann noch 1, 2, 3, 4. Danach mal die Schere. Genau. So, hallo meine Süßis. Hallo Süß-Sauer. Hallo Haustier. Du hast eigentlich auch einen Namen. Nugget. Nugget. Hallo Nugget. Schön, dich kennenzulernen. Ich bräuchte ein Silo, ne? Dahin. Oder vielleicht schmeiße ich die nochmal um. Keulchen, Schere da. Stimmt. Mein Lämmlein heißt Keulchen. Ich bin schon ein bisschen dumm. So. Mayo. Kiste. Wolle. Schere. Oh ja, die muss ich aufmachen. Die Teesamen muss ich noch verbreiten. Ich verbreite meinen Glauben an Teeblätter. Hier, warte, ich muss das Fenster zumachen. Das irritiert mich heute irgendwie. So, ich habe heute ganz komische Vorstellungen, dass man mich draußen hört. Wo das eigentlich unmöglich ist. So, Spiel fortsetzen. So, die Teesamen. Moment, wie lange brauchen die denn? 11 Tagen. Das ist der 25. Dann kriegen wir auf alle Fälle noch T1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Das war jetzt ein bisschen sad. Ich verstehe die Snicks. Silber, Bronze, Gold, Platin? Ist so die Aufteilung? Ich glaube schon. Es ist Sonntag. Kann es sein, dass der Dings dazu hat? Der Schmied. Wir gucken mal nach. Ich hoffe nicht. Closed. Ach, fuck you. Echt jetzt? Sonntagsschluss. Ah, leck mich doch am Arsch. Okay, aber wo ist Vaku? Wir haben sogar schon 5 Herzen bei ihm. Ist ja richtig gut. Wo bist du denn? Ach, unten beim Leuchtturm. Okay, unten zum Leuchtturm können wir hin teleportieren. Dann kriegt er nämlich jetzt den Blumenstrauß von uns. Ja, wir haben ihn ja lieb und er uns nicht.
Ernst, noch nicht, müssen wir dazu sagen. Wir sind ja auf dem besten Weg dahin. Hallo. Geschenk. Ja. Ich habe diese Woche schon zwei Geschenke vorbeigebracht. Ich will nicht lästig sein. Doch, sei lästig. Papa möchte, dass ich bei Sam vorbeischaue. Er hat ein paar neue Samen. Vielleicht hole ich mir auch ein paar Kekse. Oder wäre ich dabei? Oh mein Gott. Ich habe Spekulatius. Und ja, es ist September. Verurteilt mich nicht. Spekulatius ist geil. Oh, das ist neu. Was kommt da hin? Ist es neu? Ich weiß es nicht. Ist es neu? Bist du neu? Scheiße, ich sollte mir die Sachen, die ich spiele, vielleicht auch besser anschauen. Was bist du? Heiliger Bereich, okay, kann ich wieder nicht sehen. Na gut. Aber hier ist doch irgendwo... Da. Ist der Ding, ist die... Alter. Das Labor. Ist das Labor offen? Das ist... Pufferfisch, ist das Labor nicht runter? Ja, ist runter. Okay. Ist das offen? Weil dann kann ich wenigstens das... Open, ja. Weil dann kann ich wenigstens das Fossil... Ui, Produktqualität. Oh. Fossile Überreste überarbeiten. Das ist eigentlich nicht neu, aber ist okay. Ist immer nicht... Ach, leck mich doch echt jetzt. Silberseetank. Produktqualität aufwerten. Aha. Obstbaumaufwertung. Aha. Kann ich noch gar nicht Ausrüstung entwickeln? Mhm. Schau in der Computer. Aha. Batterie, Osmium, Rezept automatisch. Aha. Aha. Interessant. Was es hier nicht so alles gibt. Ich werde das safe wieder vergessen, dass es das alles gibt. Aber sowas von. Okay, aber jetzt, wir haben E-Sonne. Das heißt, wir können morgen Vaku den Blumenstrauß bringen. Ja, dann ist die Woche vorbei. Und dann. Rechte Seevolks, Duapulu. Seepulu. Ich muss ja eigentlich dahinter, das ist noch tiefer, ne? Da muss ich ja eigentlich in den Seepulu. Ich glaube, der Anker wäre einfacher gewesen, ne? Seepulu. Sie wissen schon, was denn? Aha. Ach, und jetzt kann ich da... Warte. Was kann ich hier jetzt machen? Kann ich hier irgendwas finden? Oder muss ich hier einfach nur... Müll aufräumen? Und werde dafür dann gelobt? Oder komme ich halt erst eins weiter, wenn ich... Wenn ich das Steinchen gefunden habe für... den Aufzug da hinten? Ach, guck mal. Sehr gut. Ganz viele Truhen für mich morgen. Habe ich nichts gegen. Mehr Zeug fürs Museum. Braucht ihr eh wieder mehr Zeug. Aber vielleicht ist das auch einfach meine Mine zum Müll sammeln. Wäre auch praktisch, wenn wir sowas hätten. Weil Stein und Bronze und so ein ganzes Zeug kriege ich ja eh aus den Minen genügend. Aber so Müll? Es ist eher weniger vorhanden. Mir wird gerade schwindelig im Sitzen. Das ist schlecht. Dammit. Ich wollte heute eigentlich eine Weile aufnehmen. Das ist auch schon spät, ehrlich. Ach nee, da geht's weiter nach sowas. Ich mache jetzt den Müll hier fertig. Ja, darum können wir uns jetzt auch noch kümmern. Ich habe auch überlegt, ich habe am Wochenende wirklich überlegt, ob ich mir Fae Farm hole, damit ich ein Switch-Spiel für unterwegs habe. Ich habe es aber dann gelassen, weil ich den Monat schon sehr viel Geld für Bubble ausgegeben habe, weil ich mir da eine Lifetime-Mitgliedschaft geholt habe. Damit ich endlich Italienisch wieder besser werde.
Muss ich da irgendwas klicken? Ende! Nein! Wir reden nicht drüber, okay? Wir reden nicht drüber. Nein! Was ist denn jetzt? Achso, hi! Also hallo, nicht hi wie Fisch. Oh, du bist es, G. Warum wirfst du Steine ins Meer? Du tust den Fischen weh. Ich will ein Spiel, ich will mitspielen. Nee, warum wirfst du Steine ins Meer? Weil ich möchte. Okay, okay. Das haben wir früher immer gemacht. Es war ein kleiner Wettbewerb am Ende unserer Ausflüge. Sie hat einmal zu mir gesagt, dass sie es zu schätzen weiß, dass ich mich nicht zurückhalte. Das wäre erfrischend für sie. Nun ja, genug Erinnerungen geschwelgt. Tschüss, G. Fitti. Oh, du hast da was verloren. Jim. Oh. Das heißt, dass Jim das Foto zurückgeben. Mache ich ganz bestimmt. Unten steht ein Automat. Was ist das für ein Automat? Ich weiß nicht mehr, wo er gerade war. Da. Was bist du? Du kommst bestimmt noch, oder? Boah, kann man dann zu anderen? Ja, natürlich kann man dann zu... Oh mein Gott. Das Spiel wird noch richtig cool, wenn die so weitermachen. Also es ist schon cool, aber es wird halt dann noch cooler. Sorry, ich bin ein bisschen überhyped. Aber es ist halt schon cool. Ich finde es schade, dass man keine bessere Sichel bauen kann. Aber es gibt Sprengstoff hier unten, ne? So war das doch. Ist das wieder eine sexy Garnele? Echt jetzt? Ja, eine sexy Garnele. Die habe ich schon abgegeben, ne? Beim letzten Mal, als ich sie gefunden habe. Kann ich sie diesmal... Oder ich habe sie nur im Büro. Quatsch, im Museum abgegeben. Das kann auch sein. Ich muss doch eigentlich immer noch Geld sparen für den nächsten Monat, damit ich mir direkt Sachen kaufen kann. Wegen... niedrige Auto... Jetzt schon? Das ist schlecht. Warum habe ich denn auf einmal so wenig Ausdauer? What the fuck? Ja, einmal bitte mit Tauchen aufhören. Okay, dann machen wir halt morgen weiter. Ich brauche endlich mal gutes Essen. Wo ist denn Jim? Beziehung. Jim. Da, Jim. Wo bist du gerade? Ach, in der Strandhütte. Das trifft sich gut, ehrlich gesagt. Aber hi! Die vom Fremden finanzierte Museumserweiterung, sagen sie? Was ist ihr Spiel, was? Was wollen sie als Gegenleistung? Ein Spiel. Das hast du schon sehr gut erkannt. Jetzt warte ich hier mal hier weiter außen rum. Nein! Papillo Troilus. Oh, schön, wie der Schneemann da liegt. Du Jim? Ach, da bist du. Dein Foto hier. Gegenstand geben. Ja. Oh, vielen Dank, dass du mir das zurückgegeben hast, G. Dieses Bild, es ist etwas, das ich immer bei mir habe. Nochmals vielen Dank, G. Okay. Wir werden bestimmt irgendwann mehr erfahren. Wie viel kostet ein... Aber gut, dass wir geguckt haben. Holy shit, warum ist das so teuer, ey? So, da habe ich dich... Ach, dich habe ich schon angeboten, aber noch nicht gespendet. Das habe ich auch noch nicht gespendet. Bin ein bisschen happy gerade. Okay, wir können zwei Sachen ins Museum bringen. Das ist ja fantastisch. Oh, noch was für mich zum Verkaufen. Suchen dann natürlich noch die anderen drei Leute, mit denen wir uns versuchen anzufreunden. Emma, ich habe nicht viele Pufferfischmitarbeiter gesehen. Sie bleiben gerne unter sich. Ja, Gott sei Dank. Ah, oh, nochmal Blümchen. Blümchen. Blümchen.
Ich sollte vielleicht meine Sachen ausrüsten, damit ich nicht auf Versehen jemandem ein Geschenk mache. So, ab ins Museum. Ba-ba-bam. 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 Donations welcome. Ja, deswegen schenke ich dir das da und das da. Sind jetzt 114, okay. Damit kann man doch langsam aber sicher was anfangen. Und ab nach Hause. Dann ist die Mayo bestimmt fertig. Jawohl, dann kann ich eine neue Mayo reinschmeißen. Ich habe nämlich noch ein Entenei. So, do your thing, liebe Mayo-Maschine. Es macht aus. Da. Die haben die Zeit. Alter. Achso, ich habe keinen mehr. Lol. Die haben die Anzeige da auch geändert. Schrottkette auch rein. Samen nicht. Die kann ich eigentlich anpflanzen. Du gehörst da rein. Das war's. So. Dann das hier hin. Bin halt jetzt schon voll früh. Nee, Quatsch, ich wollte die anderen noch suchen. So, Alia, wo bist denn du? Du bist da unten, okay. Dann gehen wir doch danach schnell hin und besuchen die. Und quatschen zumindest mit ihnen. Ich gehe mal lieber in die Stadt. Ich glaube, in der Stadt geht es am schnellsten runter. Ach, da ist sie ja. Oh nein, halt, ich habe den Blumenstrauß in der Hand. Reden! Dann schauen Sie sich das mal an. Von F bis D in unserer Stadt dreht sich wirklich alles um. Gib mir auch echt größte Mühe. So, Alice, wo bist du? Ach, unten am Strand. Trifft sich auch gut. Alice, hallo Waku, aber ich bin hier, habe ich schon gequatscht heute. Tut mir leid. So. Alice, wo bist denn du? Nein, die geht gerade. Nein, 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 Alice. Schön hier bleiben. Halt, stopp, stopp, stopp. Eine neue Boutique, sagen Sie? Ja, ich habe es gesehen. Ich schätze, Antonio versucht, etwas Flair in die Stadt zu bringen. Vielleicht schaue ich mal vorbei und schaue, ob der Hühneranzug im Angebot ist. Der Hühneranzug? Anne, wo bist du? Du bist... Ach, du bist in der Bar. So, wer bist du denn? Hallo? Aber mit der kann ich nicht sprechen. Okay. Dann bist du wohl jemand, der nicht wichtig ist in dieser Stadt. Oder so ein Mitarbeiter von Pufferfisch. So, jetzt kann ich mich einmal durch die komplette Fish and Sips Belegschaft durchquatschen. Aber erstmal suchen wir natürlich, da ist sie ja. Ich kann mir nicht vorstellen, was mit dem Ozean passieren wird, wenn sie mit der Ölbohrung fortfahren. Wir müssen sie aufhalten, bevor es zu spät ist. Das versuche ich. Ich möchte sagen, dass ich überrascht bin, dass Kugelfisch eingezogen ist, aber das bin ich nicht. Das Leben ist manchmal unfair. Wir kriegen die schon wieder weg. Die Vertriebshändler sind auf die Insel zurückgekehrt, aber wir sind immer noch nicht ganz auf unserem vorherigen Standard. Sie haben jedoch einige Fruchtsamen mitgebracht. Sie werden sich erst nützlich erweisen, wenn es darum geht, etwas Abwechslung auf ihrem Bauernhof zu schaffen. Ja, wenn ich genug Geld habe, werde ich mich auch bestimmt... Oh, der hat Pizza. Geil. Investitionen in Kugelfische sind hier ein ernstes Problem. Wir könnten uns hier von der Artenvielfalt verabschieden, sobald sie sich mit ihren Drills etabliert haben. Nee, das verhindere ich schon, keine Sorge. Also es ist auf jeden Fall ein ermutigendes Zeichen für eine Verbesserung mit dem neuesten Stadtrang. Ehrlich gesagt, bin ich nicht übermäßig darin interessiert. Aber welchen Effekt hat es auf die Menschen? Das ist wirklich erstaunlich zu sehen. Die sind alle happy.
Ziegen. Ziegen sind etwas anderes, nicht wahr? Hast du sie schon auf deiner Farm? Nee, noch nicht. Ich habe ein kleines Lämmchen. Ich und Dinda haben uns einige neue Möbeldesigns ausgedacht, dank dem neuen Vertriebspartner. Wenn Sie interessiert sind, kann Dinda Ihnen weitere Einzelheiten dazu mitteilen. Bestimmt, aber ich habe leider aktuell kein Geld dazu. Aber vielen Dank für die Mühen.